Der Sportwelt TV Wettcheck. Weil Cinderella ist ein gut gezogenes Pferd, das nach Form in diesem Rennen zum Sieg steht. Zuletzt in Krefeld hatte die Stute einen klaren Favoriten am Rande einer Niederlage. Ihre Schwester Wild Comet siegte noch am Donnerstag hier in Iffezheim. Und so sollte Wild Cinderella heute mit ersten Chancen ins Rennen gehen. Zwei Starts, zwei Siege. Das ist die Bilanz von General Cardo. Der Dreijährige gewann zuletzt in Köln wie ein Pferd, das noch deutlich mehr kann. Dafür sprechen auch die Nennungen, die er für Grupperennen bekommen hat. Wir glauben, dass General Cardo auch heute als Erster über die Linie geht. Prima Violetta ist zwar in diesem Rennen nicht der Ritt von Stalljockey Eduardo Pedrosa, aber die Stute aus dem Stall von Andreas Wöhler hat trotzdem erste Chancen. In Hannover war sie in einer ähnlichen Aufgabe wie dieser schon vor mehreren heutigen Gegnerinnen. Und so sollte Prima Violetta auch heute wieder ein Wörtchen um den Sieg mitreden. In einem gut besetzten Zukunftsrennen ist Julio unser Tipp. Der Hengst aus dem Stall von Mario Hofer gewann das Kölner Auktionsrennen in grandioser Manier. Auch wenn er heute neue und stärkere Gegner trifft, kann Julio auch heute wieder eine scharfe Klinge schlagen. Viscount Wert läuft in Iffezheim seine besten Rennen. Und der Gast aus den Niederlanden ist auch blendend in Form. Zuletzt in Köln scheiterte er nur an einem noch ungeschlagenen Dreijährigen. Stellt er diese Form ein, wird Viscount Wert auch heute eine ganz starke Rolle spielen. In einem toll besetzten Hauptrennen ist der Vorjahressieger Ikitos erneut unser Tipp. Der Schützling von Hans-Jürgen Gröschel zeigte bei seinem Sieg im Großen Dallmayr-Preis, in dem er Best Solution hinter sich ließ, dass er in absoluter Topform ist. In Iffezheim ist Ikitos nur schwer zu schlagen. Auch gegen den Derby-Sieger Windstoß kann er seinen Titel im Longines Großen Preis von Baden verteidigen. Ligian ist ein wenig geprüfter Dreijähriger, der schon gezeigt hat, dass er in dieser Klasse bestehen kann. Zuletzt in Düsseldorf belegte er schon den zweiten Platz. Sein Trainer Jens Hirschberger hat bei der großen Woche schon mehrere Rennen gewinnen können und mit Ligian könnte ihm heute ein weiterer Treffer gelingen. Fort Good Hope hat in seiner Karriere erst 5 Rennen bestritten, davon aber 4 gewonnen. Zuletzt wurde er in Hoppegarten von Tim Rocco zwar erstmals geschlagen, aber damals kam der Schimmel auch aus einer mehrmonatigen Pause. Fort Good Hope kann deshalb heute auf die Siegerstraße zurückfinden. Mr. Onyx war hier bereits beim Frühjahrsmeeting erfolgreich. Anschließend hat er mehrmals gezeigt, dass er weitere Rennen gewinnen kann. Seine Schlussleistung beim letzten Start in Hoppegarten war stark und so sollte Mr. Onyx im letzten Rennen des Meetings ein ganz heißer Tipp sein.